Hallihallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder in mein neues Sensi-Video geklickt habt. Heute gibt es ein Aufgebraucht. Es ist ein ziemlich großes Aufgebraucht. Und ja, ich hoffe, ihr habt Lust zu sehen, was ich so die letzten Wochen verdüftelt habe und würde sagen, los geht's. Ich fange mal an mit Vitamin Inhale. Dieses ist ein Wachs aus der All Is Well Wachskollektion gewesen. Ja, und es ist ein sehr, sehr kräuteriges, spa-artiges Wachs. Ich rieche da wirklich eine Alm mit viel Gras, saftig, leicht holzig und leicht ayurvedisch fast. Also wenn ihr solche Düfte mögt, dann seid ihr bei Vitamin Inhale auf jeden Fall richtig. Es ist ein sehr schöner, ja wie gesagt, spa-artiger, kräuteriger Duft. Dann haben wir Go Go Mango, ein Duft, den viele mögen. Ich leider gar nicht, denn der hat für mich was, ach, kann das gar nicht sagen. Ihr habt hier eine süße Frucht, eine Mango hätte ich da nicht rausgerochen, im Leben nicht. Und dann habt ihr aber auch sowas leicht Abgestandenes im Abgang. Und das ist auch das, was mich stört. Es ist leider nicht mein Duft, weil ich habe da eine verdorbene Note drin, die ich nicht mag. Oh, ein absoluter Favorit, Kukui and Coconut, oh, aus der diesjährigen Sommerkollektion, habe ich mir in den Club gepackt, weil ich den Duft so interessant und speziell finde. Denn ihr habt hier eine süße, leicht fruchtig florale Note und was Cremiges. Und ihr habt hier keinen Edelmuff, den ich normalerweise wahrnehme von Kokosnuss. Ganz, ganz toll. Sehr guter Performer, also bei mir hat er im Schlafzimmer einige Tage gedüftelt und er riecht ganz, ganz, ganz toll. Aus der derzeitigen Chase Rainbows Kollektion ist der Red bei mir durchgedüftelt. Und es ist ein Duft, der ist okay. Es ist ein beeriger, wassermeloniger Duft mit einer Kirschnote und ich fand den okay. Ich fand es eine ganz wunderliche Kombi. Kirsche und Erdbeere, ich finde, kontroverser geht es quasi nicht. Und dann noch die Wassermelone da rein zu peitschen. Sehr wunderlich, sehr interessant. Ich fand ihn okay, würde ihn mir aber nicht ins Abo packen. Das gleiche habe ich mit Whipped Vanilla Lavender. Der Duft war mir zu kräutrig. Es ist so richtig der stöckerige Lavendel, kein cremiger Lavendel. Und bei Whipped Vanilla Lavender habe ich die obercremige Lavendelblüte erwartet. Und es ist leider genau das Gegenteil. Es ist ein richtig kräutrig, stöckiger Lavendel. Und damit war er für mich raus. Welchen Duft ich sehr mochte, war aus der Chase Rainbows Kollektion der Blue. Den fand ich sehr interessant, weil es ein Waschmittelduft ist mit Melonennote für mich. Sehr intensiv, also sehr intensiv. Da braucht ihr wenig und der hält auch gut. Ich fand ihn aber sehr frisch für einen frische Wäscheduft. Würde ich mir wieder kaufen, ich würde ihn mir aber nicht ins Abo packen. Genau. Aufgebraucht habe ich die Muppets und das war ja so ein Duft, den fanden ganz viele außerordentlich gut. Mir gibt er nichts. Das ist ein Fruchtduft, sehr, ja, fast schon so Fruit Punch mäßig. Geht für mich so ein bisschen in so Kiwi, ja so in die Richtung Kiwi Mango vielleicht. So Kiwi Mango mäßig. Ja, ich fand den okay, aber nichts Dolles. Der war nicht übermäßig gut in der Performance. Der war nicht übermäßig super intensiv. Der war okay. Pink Rubber Sugar. Und da habe ich witzigerweise ein ähnliches Phänomen wie bei dem Go-Go Mango. Ihr habt hier diesen Rhabarber, richtig schön zuckrig. Und im Abgang habt ihr so eine brennende Note und ich weiß nicht, wo sie herkommt. Also es ist ein Duft, ich würde ihn mir nicht nachkaufen, weil
beim Ausdüfteln eine Note rauskommt, die meine Nase nicht ab kann. Und ich weiß nicht, was es ist. Denn so kalt kann ich mich reinsetzen. Süßer, zuckriger, fast Bonbon-Rhabarber. Ja, und wenn es weiter länger düftelt, kommt da so eine unangenehme Note raus und ich kann es euch nicht sagen, was es ist. Oodles of Orange geht immer, Leute, es geht immer. Perfekter Küchenduft, riecht wie Nimm zwei Orange. Oh, ganz, ganz toller Orangenduft. Große Liebe und in meinem Club-Abo ist aus der All Is Well Wachs-Kollektion der Vitamin Relax. Oh mein Gott, da öffnen sich die Tore zum Himmel. Es ist einfach ein Seelenschmeichlerduft. Cremig, vanillig, für mich ist es so ein richtiger Kaschmir-Kuschelduft. Nichts von alledem ist, glaube ich, drin, außer ich glaube, vielleicht ein bisschen Vanille. Ich weiß, dass Bergamotte in der Duftbeschreibung liegt, aber es ist hier nichts herb oder holzig oder zitrisch. Es ist einfach ein cremiger, kuscheliger Duft und ich liebe ihn sehr. Vitamin Relax. Dann habe ich Paradise Petals. Das ist aus dem Standard Sommer-Frühjahrs-Sortiment. Und das ist für mich ein ganz, ganz toller Frische-Wäsche-Duft. Ihr habt hier eine sehr schöne Frische-Wäsche-Waschmittelnote und sehr viele weiße und helle Blüten. Das ist für mich ein Medium Performer, Medium Intensität und ein wunderschöner floraler Waschmittel-Hintergrundduft. Dann habe ich Showered in Flowers, ebenfalls in meinem Abo. Oh, und das ist so ein richtig schöner, zuckriger, weißer Blütenduft. Ganz, ganz toll. Mache ich immer gerne in die Lampen, wenn ich weiß, dass Gäste kommen, weil das so eine ganz schöne, sauber, leicht süß-florale Note im Hintergrund ist und ich liebe das. Dann habe ich Coco Lime und da ärgere ich mich auch, dass ich es aus meinem Club-Abo genommen habe. Denn es ist die perfekte Mischung aus fruchtiger, frischer Limette und Kokosmilch. Und ich habe den aber rausgenommen aus meinem Abo, weil Kokosmilch für mich immer schwierig war. Und am Anfang, als ich so die ersten ein, zwei Bars gedüftelt habe, konnte ich den Duft nicht leiden, wegen dieser Kokosmilchnote. Und mittlerweile vermisse ich sie. Ich vermisse sie und ich hoffe, dass der einfach mal zwischendurch wiederkommt, denn das hatten wir schon mal. Letztes Jahr gab es den irgendwann mal so zwischendurch auf einmal wieder, um ihn ins Club-Abo zu schmeißen. Und ja, da hatte ich ihn noch im Abo und ich hoffe, dass dieses Phänomen vielleicht nochmal kommt. Dann habe ich Palm Trees and Ocean Breeze und das ist auch so ein Massenschmeichler. Den mögen unfassbar viele Menschen. Es ist ein ganz, ganz toller, wässriger, grüner, leicht tropischer Duft. Ganz, ganz toll. Unfassbar lecker. Geht auch immer, wenn Gäste kommen ins Lämmchen. Ich finde ihn toll. Dann habe ich aus der Osterkollektion, war es Ostern? Nein, Valentinstag, glaube ich, den Together Forever. Das ist der florale Duft aus dem Dreier-Set gewesen. Und den fand ich okay. Der erinnerte mich sehr an Luna. Oder an, wie hieß denn der noch? Sweet but Fierce. Genau, das ist ein richtig schöner, ja, Blütenduft. Alle möglichen Blüten vom Herrn habt ihr hier drin. Der hatte für mich aber auch so eine leichte Haarspray-Note. Das ist bei mir oft der Fall, wenn da Hibiskus drin ist. Weiß ich nicht, ob das der Fall ist in diesem speziellen Fall. Ich fand den okay, würde ihn mir aber nicht ins Abo schmeißen. Pink Tulips, da bin ich etwas traurig, dass ich ihn aus meinem Abo genommen habe. Denn es ist ein wunderschöner, zuckriger, heller Blütenduft. Ich mag den sehr, sehr, sehr gerne. Er ist auf der etwas leichteren Seite. Also wenn ihr eine Peitsche sucht, seid ihr da nicht richtig. Aber wenn ihr einen richtig schönen, zuckrigen, hellen Blütenduft mögt, sowas Mädchenhaftes, dann seid ihr da richtig. Fiesta Lime, große Enttäuschung für mich. Denn das ist für mich ein Toilettenspüler-Limettenduft. Überhaupt nicht zu vergleichen mit Coco Lime. Denn hier habt ihr wirklich so eine bissige, also für mich total subjektiv, so eine bissige Scheuermilchnote. Und das ist nicht meins. Dann haben wir Lime and Sugarcane, auf den, also
Leute, ich erkläre es mal. Ich hatte Coco Lime im Abo. Coco Lime war mein absoluter Küchenduft. Ich hatte aber anfangs immer Probleme mit dieser Kokosnussnote. Dann kam irgendwann Lime and Sugarcane raus und ich dachte, wow, keine Kokosnuss, dafür Sugarcane, Zuckerstange, Leute. Ja, also das war vom Namen her das, was der liebe Gott als Wunsch von mir erhört hat. Ich also den rausgenommen und den reingenommen. Größter Fehler meines Lebens. Denn dieser Duft, der riecht nach ein bisschen Limette und einer richtig krassen Dentagard-Minze. Also so richtig so Zahncreme-Zahnarzt-Minze. Und nicht nach einer Zuckerstange, meine Lieben, sondern nach einer ganz komischen Minze. Und das passt leider überhaupt nicht in mein Bild von einem Zitrusduft. Ich hoffe, es gibt jemanden, der den gerne mag, den Lime and Sugarcane. Ich habe jetzt leider keinen Limettenduft mehr in meinem Club-Abo und hoffe, dass irgendwann der Coco Lime wiederkommt. Dann habe ich aufgebraucht einmal Pots in Cozy Cardigan. Ja, ich rieche da drin gar nichts mehr, was mich nicht wundert, weil Cozy Cardigan ist ein ganz toller Duft, aber ich rieche den einfach mal 5 Minuten lang und dann ist er weg. Der ist für mich so leicht und so schlecht wahrzunehmen, dass ich ihn wirklich nicht mehr kaufen werde, wenn er wiederkommt. In den Pots war er noch besser für mich als im Bar, in welchem ich mochte ihn als K-Bar und als Scent Circle, aber nicht in den anderen Duftsystemen leider. Ein Duft, den ich mochte, war der Disney The Last Petal. Das ist der offensichtlich Beauty and the Beast Duft. Ja, und das war für mich ein sehr schön süßer, leicht fruchtiger Rosenduft. Stellt euch so für mich ist das so nach so einer Mango, nach so einem Mangopüree mit zuckriger Rose. Ja, ich fand den sehr gut. Ich habe den vorzugsweise im Schlafzimmer gedüftelt und fand den ganz toll. Ruby Nectarine. Ruby Nectarine war, glaube ich, der Mai-Duft des Monats oder April. Ja, und den mag ich sehr. Das ist ein richtig schöner, nicht künstlicher Mandarinduft. Nicht süßer, süßer, süßer Mandarinduft, sondern für mich ist es ein sehr schöner, leicht erwachsener Mandarinduft. Ich mag den sehr gerne, leicht floral und wirklich gut in der Performance. Dann haben wir Summer Sunshine und Summer Sunshine mag ich kalt. Ja, ich mag den kalt unfassbar gerne. Der riecht süß, leicht tropisch, leicht fruchtig, leicht parfümig, aber wenn der warm düftelt, hat er eine Note. Ich kann nicht mal sagen, was es ist. Ich kann es nicht mal sagen. Geht auch so in die Richtung Haarspray. Ganz leicht. Ja, weiß ich nicht. Der hat aber nur warm. Eine Note, die ich nicht riechen mag. Deswegen würde ich ihn mir auch nicht nachkaufen. Es ist aber ein richtig schöner, parfümiger, süßer, leicht fruchtiger, tropischer Duft. Ganz toll. Arctic Kiss. Ist so ein bisschen so eine Hassliebe von mir. Ich düftel den total gerne in dem Zimmer meines Sohnes. Mein Sohn sollte ursprünglich keine Duftlampe haben. Und dann hatte ich aber eine blaue Mini-Duftlampe auf einem Sockel, also auf einer Tabletop-Base, übrig. Und habe gedacht, komm, das mache ich bei ihm ins Zimmer und das düftelt ja nicht viel. Und das ist so ein Duft, den mag ich sehr bei ihm im Zimmer, weil der ist frisch, sehr, sehr, sehr frisch, ein bisschen kühl, aber nicht minzig. Er ist ein bisschen kühl. Und sehr süß. Ich habe mir sagen lassen, es wäre eine Melonennote drin. Ich rieche da alles raus, aber keine Melone, meine Lieben. Für mich ist es ein süßer, sehr intensiver, leicht kühler und frischer Duft. Und deswegen mag ich ihn im Kinderzimmer sehr gerne, weil er da frische Luft reinbringt. Genau. Pink Lemon Water, einer meiner absoluten Favoriten aus dem Standardsortiment. Oh, es ist so ein toller, zitrischer Rosenduft. Ganz toll.
Es ist nicht mehr zu sagen. Es ist ein süßer, zitrischer, frischer Rosenduft. Pink Lemon Water. Ein Scent Circle in Here Comes the Sunflowers. Ebenfalls einer meiner Favoritendüfte. Leider nicht sehr gut in der Performance. Er kommt mit mega Krawums, aber leider ist er nicht so gut in der Ausdauer. Den Radiator Springs Duft, also den Cast Duft, mochte ich leider nicht so gerne. Geht so ein bisschen in die Richtung Cherry Limeade. Also ihr habt hier einen sehr großen Sprudel-Brause-Charakter und eine Kirsche. Für mich eine Kirsche war jetzt nichts, wo ich sage, da brennt die Hütte. Hey Tiger Lily. Ich weiß gar nicht, Ruby Nectarine und Hey Tiger Lily. Die waren direkt back-to-back sozusagen. Mochte ich auch gerne. Sehr intensiver floraler Duft. Wenn ihr Liebhaber und Liebhaberin von floralen Düften seid, dann ist Hey Tiger Lily für euch auf jeden Fall eine Empfehlung, denn ihr habt hier eine sehr, sehr intensive, einzigartige Blumennote drin. Ist es die Lilie? Ehrlich gesagt, ich kenne Lilienduft relativ gut und ich rieche da keine Lilie raus. Aber es ist ein sehr schöner, sehr schwerer, parfümig, floraler Duft. Vanilla Blackberry. Den mochte ich. Der hat was Weihnachtliches für mich. Ich weiß nicht warum. Er hat die Brombeere, die Vanille und so ein Hauch Gewürz, aber nur so ein Hauch. Und diese Brombeere ist so richtig schön herb. So eine herb-süße Brombeere. Ja, den finde ich ganz, ganz toll. Ich glaube, es gibt ihn noch in der Schatztruhe. Also wenn ihr einen herben Beerenduft sucht, der ist gut. Make a Splash, auch großer Favorit. Oh, das ist ein super Melonenduft. Nicht künstlich, richtig schön frisch aquatisch. Ganz toll. Gute Performance, sehr aufgeräumt, sehr lecker. It's Love, das ist der Partner zu Together Forever. Und dann gab es noch einen dritten, den habe ich aber nicht. Und den It's Love habe ich mir in mein Club-Abo gepackt, weil ich ihn so schön finde. Es ist ein richtig schöner Erdbeerduft. Ganz toll, süß, Bonchi-artig, Dauerlutscher-mäßig und eine fruchtige Erdbeere dabei. Ganz groß, It's Love. Suit and Tie, großer Favorit in meinem Club-Abo, da bleibt er auch. Es ist nämlich für mich, und jetzt halten Sie das Schlüpper fest, der beste männliche Duft, den ich je hatte als Düftelwachs. Und als ich die Duftnoten gelesen habe, hätte ich das nicht vermutet. Denn ich glaube, die erste oder zweite Note war Pfeffer. Es stellt sich raus, ich liebe Pfeffer. Das ist ein sehr erwachsener, sehr sexy, sehr Business-Anzug. Der Mann ist unabhängig, Mann, frisch gewaschen. Ihr trefft euch nach der Arbeit auf einen Cocktail, in einer hippen Bar. Ach, der riecht einfach toll. Der riecht nach erfolgreichem Mann, nach erfolgreichem, selbstbewusstem Mann. Ja, da fällt nichts besser ein. Pink Sugarberry Mint war lange in meinem Abo. Ich habe es dann aber rausgenommen, als es zum Standardsortiment kam. Und bei Pink Sugarberry Mint habt ihr das gleiche wie bei Arcticus. Ihr habt diese Kühle. Und ich weiß, dass in beiden Düften ist Minze als Komponente drin. Und es sind für mich aber keine Minzdüfte. Ihr riecht keine Minze. Ihr habt eine Kühle, die da mit bei ist. Und dann habt ihr hier noch eine süße Beere. Sehr lecker. Gefällt mir gut. Überlege ich auch wieder mit ins Abo zu nehmen, wenn es aus das Sortiment wechselt. Mein vermutlich absoluter Favorit aus dem Standardsortiment, Summer Moonlight. Ganz ehrlich, würde es das als Parfüm geben, würde ich mir kaufen. Es ist ein Erdbeerduft mit einer floralen Note. Stellt euch vor, Coastal Strawberry und Luna haben ein Baby. Das ist Summer Moonlight.
Oh. Süß, floral, leicht fruchtig, leicht parfümig. Überragend. Und zum guten Schluss habe ich noch ein Scent Circle in Cloudberry Dreams. Und den mag ich sehr gerne. Cloudberry Dreams mag ich im Wachs nicht so gerne, weil der auch im Abgang diese Edelmuffnote hat, wo ich nicht weiß, wo sie herkommt. Ähnlich wie bei Go-Go Mango. Und dieser Edelmuff fehlt aber beim Scent Circle und deswegen mag ich den Scent Circle sehr gerne im Auto. Sehr schön, ein für mich fast purer Rosenduft. Er hat noch eine leicht fruchtige Note dabei. Ach, lecker, ganz, ganz lecker. Und das ist ein Scent Circle, der auch außerordentlich lange hält. Also kann ich auf jeden Fall anraten, weil die Scent Circle, die ganz ehrlich, die halten 1 bis 2 Wochen, dann seid ihr da komplett durch mit. Aber das war ein Duft, der hält 2 Wochen, während andere nur 1 Woche halten. So, meine Lieben, das war mein relativ großes Scentsy aufgebraucht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es das getan hat, gebt dem Ganzen super gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr noch kein Abonnent seid, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr auf Abonnieren klickt. Dann drücke ich euch jetzt, schicke euch ganz, ganz viel Liebe und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Ciao.